behinderten Menschen, die überall behindert sind. Ja, so diese Hähnchen da zum Beispiel. Schrecklich. Chicken, Alter. Chicken. Oh Mann. Sieht auf jeden Fall nice aus, deine Karre. Aber ich mag das Graffiti. Alter, halt die Fresse. Oh, schrecklich, Alter. Ich hoffe, alle werden gebannt, die hier hier hupen, Alter. Das wäre echt mal eine Möglichkeit. Weil warum sollte man hier hupen? Hier auf dem Gelände, weißt du, was ich meine? Das müssen sie, ey, das wäre mal geil. Warum? Um den Weg frei zum Hupen. Naja, ja. Ist ja, wie heißt das hier, Non-Collision Zone. Ja und? Deswegen. Hamburg Minion. Ist mal kräftig an durchziehen. Ist mal ordentlich an durchziehen. Also es gibt ein bisschen was nach Malmö, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr nach Malmö, ey. Oder immer nach Schweden, dieses Fotzenland. Oh, ich muss mich teleportieren. LKW. Ach so, guck doch, externe. Na gut, ich müsste mich auch teleportieren. Mach ich mal schnell. Ich will aber nicht immer nur extern gucken. Ja, ja. Frachtmarkt. Frachtmarkt, da habe ich die Fracht her. Hast du die auch da her? Wenn ich stelle. Oh, Stuttgart. Stuttgart. Na, Stuttgart habe ich jetzt nichts. Oder wollen wir echt gucken? Da, ja, ich muss bei extern gucken. Malmö. Ja, Malmö, Alter, schrecklich echt. Ne, Stuttgart, ich hab auch nicht mal was in die Richtung. Ganz schön wenig Aufträge für mich. Was fährst du denn nach Stuttgart? Luxus-SUVs würde ich fahren. Ah, das ist nice, Alter. Könnt aber auch nach Polen gehen, also. Ne, da habe ich auch die teuerste Fracht. Nach Polen, ich habe nach Karlskrona meine teuerste Fracht. Und dann nach Mailand. Wäre auch mal eine Idee, ne? Nach Mailand über Stuttgart, Alter. Stuttgart würdest du fahren, ne? Christian, da, wie viel Geld kriegst du dafür? Warte mal kurz. Nicht schnelle Aufträge, du Vollhorst. Ja, da bin ich auch vorher noch drauf geklickt. Stuttgart? Ja. Mailand? Wo ist ja, Mailand? Ich würde dann einfach, ja, das ist zwar weiter unten, aber, also ich würde nicht durchfahren, aber ich könnte dir hinterherfahren nach Stuttgart. Milano, ich glaube, da würden wir fast durchfahren. Durch Stuttgart. Nee, nicht ganz. Ich sehe das ja gerade hier. Durch Straßburg. Ich würde durch Frankreich fahren, aber man kann natürlich durch Stuttgart fahren. Aber dann bräuchte ich nur den Weg halt von, also müsstest du halt vorfahren, weil ich den Weg nicht weiß. Oder mir sagen, wo es lang geht. Ja, aber ich kann ja auch gucken, externe Frachten. Was haben wir denn? Ja, ja, da es gibt nur einen nach meinem, in diese Richtung. Du hast was nach mir, du nimm, also du hast bei externe jetzt geguckt. Ja. Milano, ne? Ja. Mailand. Es gibt leider nichts anderes in diese Richtung. Na gut, Metz. Könntest du vielleicht nehmen, aber es bringt nicht viel. Und dann weiter nach Milano hoffen oder so. Sonst wieder alles in irgendeine andere Richtung. Hamburg und Kiel gibt es. Hannover. Oder Hannover. Nach Hannover willst. Karlskrona, Milan. Achso, ja, das ist. Dresden. Steckst den Finger in den Boden, Dresden. Mhm. Zwei Fahrten gibt's nach Metz. Könnten wir sonst auch machen. Drei Fahrten sogar. Dann sind wir mal ein bisschen zentraler und gucken, was von da aus kommt. Auch nach Metz oder was? Können wir eigentlich machen. Ja, ne? Dann kann man von da aus gucken, wo es noch weiter nach unten geht vielleicht. Was nimmst du? Willst du den Vorratstank oder willst du die Tomaten haben oder... Ich nehme die Tomaten. Ja, dann nehme ich den Vorratstank. Tomatensalat. Alter, was für ein Lärm hier kommt. Motor aus, ich schlaf, schreibt einer. Kann man auch mal machen. Ich hab ja nicht mehr Motorsound.
Alter, wie mein LKW gerade geglitzert hat. Hat er richtig einen abgeglitzert, oder was? Ja. Was denn, da kannst du ja bei Barbie Welt mitmachen. Ja. Na, bald ist schon wieder Sale, ne? Das soll diese Woche anfangen. Der Halloween Sale. Oh nein. Ich kann nichts ausgeben. Ja, da wird so und so nichts sein. Halloween Sale ist ja immer so ein bisschen irgendwie, ich glaube, das geht eher halt mehr Richtung Horrorspiele und sowas alles, weißt du? Muss man mal abchecken. Ich hoffe jetzt, dass. Ich hoffe, dass ETS 2 nicht im Angebot sein wird, also die ganzen Dinger. Aber ich glaube halt nicht, weil da meistens halt andere Sachen im Angebot sind. Der Plätzgang wird neu. Wo bist du denn? Ach, ich stehe unten, ich komme aber auch schon. Oh, ein Admin. Ist online, nichts machen. Ja, für alle, die es nicht wussten. Oder, BZW. Könnt ihr auch, glaube ich, gar nicht wissen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich mal eine lange Zeit auf der falschen Fahrbahn gefahren bin? Ja. Ein Admin hat das gesehen und hat mich war das ein Admin? Sicher? Ja, das war ein Admin. Okay. Nur Admin können das. Ja, okay. So, fahr. Ich hab schon gesehen, dass du Alter, ich muss auf Gas gehen. Falschfahrer. Admin. Nee. Nee. Das. Welche Nummer war das? Scheiße. Habe ich nicht gesehen. Es kann sein, dass das auch ein Admin gewesen ist, aber ich glaube nicht, weil der hätte ja sonst eine Bullenlackierung gehabt. Eben. Alter, also wenn der nicht gleich wie erst das hier gekickt wird, ne? Weil hier ein Admin unterwegs ist, ne? Weiß ich auch nicht weiter. Alter, wie viel Tonnen fährst du? Ich fahre Tomaten-Tonnen. So viele? Ja, 18 Tonnen. Oh, noch was. Naja, Tomaten sind schwer. Wenn die erstmal in Massen auftauchen. Kennst du nicht die Killer-Tomaten? Die fressen nicht auf. Aschfieke und so, ne? Ja. Warte mal, ich muss mal nochmal kurz, wie heißt das hier, auf die Spur. Ich muss mal kurz wieder einstellen, die Gangschaltung. Oh, was? Was war das? Ist? Alter, der hat auch hundertprozentig einen Speedhack an. Schon wieder einer. Oh, Alter, ist der vorbeigezischt. Ich sag ja, einige. Und wollen wir wetten, der wird auch nicht gebannt. Weißt du, was fies ist? Im Spiegel denkt man, wenn man den Anhänger hier hat, dass der Vorratstank das Ende vom Hänger ist. Ist er aber nicht, Alter. Das hängt noch 3 Meter locker dran. Stimmt. Das ist richtig fies, Alter, merke ich gerade. Weil ich kann nicht sehen, wo mein Hänger endet. So lang ist das Ding. Doch, das kann man schon sehen. Also nee, als, ehrlich nicht. Hier, als Hinterherfahrer, sag ich mal. Ja, Hinterherfahrer, aber nicht im Spiegel sehe ich es nicht. Also ich sehe es nicht. Das heißt, um enge Kurven habe ich echt ein Problem. Naja. Alter, wie du abzischt. Fährst du noch keine 90? Och, jetzt ja. Ach, Kevin. Du Pussy nimmst ja auch immer die leichten Dinger. Die Fresse, ich habe mit dem scheiß MAN bin ich eine kleine Tour gefahren mit einem. Ja, mit einem MAN. Ja, ich rede ja auch mit Scania mit unseren Touren hier. Da nimmst du immer die leichteren im Gegensatz zu mir. 51 Tonnen Stahlbetonträger gefahren. Oder wie viel die wiegen da? Echt ein Ding. Wie weit bist du entfernt? Das geht ja noch. Wollen die hier alle mit ihren Betonteilen immer? Tja.
Vielleicht gerade im Sonderangebot. Noch einer mit Betonteile. What the fuck? Du meinst diese, wie heißt das hier, Zwischenwände-Dinger da? Ach, hier im Alter. Ja, generell mit Betonsachen. Es gibt ja noch, noch andere Betonklötze, sag ich mal. Oh, von hinten kommt einer. Aber Maka, ganz ehrlich, wenn das ein Admin gewesen wäre, hätte der dich gebannt. Also, das war kein Admin. Doch, doch, das war ein Admin. Der hat mich ja nicht gebannt, der hat mich ja nur im, ich sag mal, man konnte den Befehl sehen. Irgendwas hat, ich glaube, der hat er hat einfach nur meine Infos angeschaut. Naja, normalerweise hätte er dich bannen müssen. Wenn das wirklich ein Admin gewesen wäre, hätte er dich gebannt. Ja, eigentlich ja. Nee, vielleicht war das einfach nur so einer, der sich gedacht hat, lassen wir das mal gut gehen oder irgendwie für eine Verwarnung oder so. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall, fliegen können, glaube ich, nur die Admins. Weiß ich nicht, ja. Müsste man ausprobieren. Im freien Kameramodus, denken da irgendwie oder so. Irgendein Tastenbefehl oder sowas. Also ich bin mir da nicht so nicht genau sicher, aber ich denke mal, die nur die Admins können das. Bei Admin hätte dich gebannt, ist so. Definitiv. Wer so offensichtlich auf der falschen Straßenseite fährt und alle anderen gefährdet, der wird definitiv gebannt, ey. Ja, aber ein normaler Spieler würde auch nicht die Kommandobefehle bekommen. Na klar, dieses P-Info kann jeder eingeben. Was? Bin ich mir sicher. Können wir ja gleich mal austesten. Muss er ist ja, glaube ich, irgendwie das P-Info und dann, wie heißt das, die Nummer dahinter und dann zeigt er dir irgendwelche Nummern an. Also irgendwas an. Und es überholt mich jemand rechts. Ich habe meine links. Oh, ich sehe gerade, ich habe meinen links-rechts Zettel zugekleistert. Moment. Oh. Ich habe ja immer noch eine Links-Rechts-Schwäche. Das ist schon eher eine Links-Rechts-Behinderung. Naja. Was ist mit denen da los? Oh nein. Achtung, Autofahrer, der. Oh, leck der! Hä, was ist das denn, Alter? Wie ist der. Was hat der denn für ein Ping, Alter, von 4 Millionen? Was hat der denn? Wie hat er das denn gemacht, Alter? Der ist zack, 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 zack nach vorne gespawnt, Alter. Hört auf zu reden da. Ich höre euch nicht. Ach du Scheiße, Alter. Ich sollte mal irgendwie mal vielleicht mal eine Folge lang das anschalten. Nee, das ist anstrengend, glaub mir. Obwohl, hast recht. ETS 2 ist ja leider, also der Multiplayer ist ja leider nicht Deutschland, also nur für Deutschland, sondern hier ganz Europa. Das heißt, man hat auch die ganzen Türken hier ja, und so weiter. Man, Nickname, blablabla, ID, blablabla, Steam-ID, blablabla, das kann man eingeben. Also das war, ist kein Admin-Befehl. Hm. Ich bin der Meinung, dieses Fliegen kann... ja, das ist, macht einen stutzig, aber der hätte dich nicht irgendwo hochgeladen, sondern der hätte dich gebannt. Weißt du, was ich meine? Also, der hätte nicht irgendwie Report geschrieben oder sonst was. Weil der hätte dich weggebannt. Ja, vielleicht hat er sich gedacht, okay, der ist ja doch ganz in Ordnung. Warum bist du das Ganze in Ordnung, wenn du falsche ja. Spur fährst, Alter? Ja gut, ich bin erstens ziemlich vorsichtig gefahren und zweitens auf dem zweitens bin ich ja auch auf dem Standstreifen mit Warnblinkanlage gefahren. Das machen die wenigsten Falschfahrer. Naja, wer weiß. Also habe ich hier eigentlich geblinkt. Und ich habe einen Drängler hinter mir. Oh, alter Schwede. Ich hasse solche Straßen. Besonders wenn hinter mir einer ist. Mhm. Ah, das stimmt. Das ist echt nervig. Und vor allem, der bleibt hinter mir. Solange der relativ ordentlich fährt, alles ist doch gut. Ja, fuhr aber vorhin schon ganz schön dicht auf.
Mann! Meine scheiß Kopfhörer. Alter, was macht er da hinter mir? Der drängelt voll. Ja, lass dich nicht abdrängeln. Fahr ganz normal easy going deine 90 weiter, fertig. Wieso macht er jetzt seine Blinkanlage an? Ist er behindert irgendwie? Ach, jetzt will er versuchen mich zu überholen. Hier ist die Baustelle, Alter, scheiße. Hoffentlich überholt er mich jetzt nicht hier. Hier ist die Baustelle. Oh, Alter, die ist echt eng. Hier kannst du auch gar nicht überholen, ne? Überholt dich jetzt. Alter, Alter! Da ist er aber einmal richtig nah an mir rangekommen. Ja. Mann, der LKW ist so leise. Innen drin meinst du das? Ja. Ja, was erwartest du denn? Stell dir mal vor, die würden die ganze Zeit bei dem Lärm fahren, Alter. Dann würden sie auch noch einen Lärmbelästigungszuschlag kriegen. Ne? Musst du tanken? Könnten wir. Gut. Aha, übrigens habe ich ja jetzt auch so einen Tank wie du, ne? Das heißt. Ach so. Ich hatte getankt, bevor wir losgefahren sind, deswegen weiß ich nicht, wie viel du drin hast. Lass mich doch erstmal vorbei. Du Spinner, Alter! Was denn? Warte mal weg, du rammelst mich die ganze Zeit weg! Ich fahre nicht mal! Ich kann nicht fahren wegen dir! Ich kann nicht fahren! Ja, dann warte doch mal kurz! Och, Kevin, Alter, ehrlich, ich werde wahnsinnig. Rammelt mich genau an, Alter, ich glaub's nicht. Mann, der schluckt aber ganz schön viel. So. Gleich ein Screenshot gemacht, damit du die Kacke mir auch glaubst, Alter. Alter! Zieh mich mit nach hinten, ne? Sag mal, ja, du machst ja auch nie Platz, ey. Halt die Fresse, Alter, tank doch nach mir, behind hier. Nein. Ist ja das geht so schneller. Nee. Ich mach immer Platz, wenn ich da. Na gut, ich fahre auch immer hinter dir. Ja, siehst du, Fettsack. Aber trotzdem. Da ich vorne fahre, gebe ich Schnauze, den Takt, halt die Fresse. Platz machen und nicht jammern, wenn ich dich an. Die Fresse. Zu Glück, dass ich keinen Schaden habe. Fotze. Jammerlappen. Fotze. Jammerlappen. Fotze. Jammerlappen. Fotze. Jammerlappen. Fotze. Schlabberlappen. Fotze. Besser. Ja. Brumm, 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 brumm. Pussy. Brumm, brumm, brumm. Was keine Muckis oder warum fährst du nur Pussyfahrten? Deine Fresse, Alter, wer fährt Pussyfahrten hier? Warte, nach 18 Tonnen lecker Tomaten. Die werfe ich nach dir. Gabelstapler-Muschi, echt. Lass sie vorher sogar noch angammeln. Du Billardlappen, echt. Wann bist du ekelhaft? Seht ihr, lieber Zuschauer? Und mit sowas muss ich die ganze Zeit spielen. Alter, hab ich dir erzählt, der Typ da von meinem damaligen besten Freund, der ist doch der Rennfahrer da bei Sim Racing, allen möglichen Scheiß. Und das ist doch der eine, der immer streamt. Alter, der hat innerhalb von sieben Stunden, er war der siebtschnellste, der Gran Turismo durchgespielt hat. Auf der ganzen Welt. Oh Mann. Und es gibt da Missionen und was zu tun hat. Fahrschule und sowas, weißt du? Hammer, oder? Wenn man sonst nichts zu tun hat. Ich sag dir das, Alter. Der siebtschnellste auf der ganzen Welt. Harte Nummer. Alles auf Gold. Oh Mann. Echt, ja, gut, aber wenn man auch das professionell macht, ne? Naja, das ist ja schon echt heftig. Echt eine Nummer. Und Gran Turismo ist ja nun auch ein, ich würde sagen, ein einfaches Spiel.
Ja, für Leute, die wie er Simulationen wirklich richtig fahren, also richtige Simulation, ist das easy going. Genau. Aber trotzdem, Alter, als Siebter der Welt ist schon eine harte Nummer. Ja. Das ist schon echt übel. Bei den ganzen Asiaten, die das immer machen? Ja, ich dachte ja so. Echt schrecklich. Ausgenommen Nordkoreaner. Ja, ich sagte es. Entschuldigung, der war fies. Die spielen nicht Gran Turismo, Alter, die spielen Gran Turismo, Alter. Was an? Nee, ich sag nichts. Nö. Mir hat er nicht gehupt. Oh. Ist auch scheiße. Das merkt man schon an deinem LKW und an deinem Namen. Genau so. Daran merkt man schon, dass du kacke bist, Alter, und aus einem Zaun kommst. Irre, ne? Ich wollte es nicht glauben, aber das hat mir gerade wieder schon echt so die Augen geöffnet. Ein Koreaner. Ich werde wohl vom Teufel sprechen. Naja, weiß ja nicht, was für ein Koreaner das ist. Korea reich. Südkorea ist doch cool. Ja. Du alter Pimmelberger. Wobei, man weiß ja nicht, was ob Nordkorea nicht auch irgendwas zu bieten hat. Ja, Armut und ja, Hunger. Das, ich meine, hier halt Urlaubsziele, da wird das eher nicht. Boah, ich weiß nicht. Ja, man kann da Urlaub machen, aber strikt vorgegeben. Naja, das ist halt das Problem. Du bist da echt mit so Koreanern, die denn. Was liegt denn da auf der Straße? Siehst du das Grüne da? Das wird ein Baum sein, bestimmt. Nee, guck mal. Siehst du das? Ist das ein Begrenzer oder was? Komisches Teil. Könnte sein. Das sah auf jeden Fall komisch aus. Ja. Nee, wenn du in Korea, also Nordkorea Urlaub machst, wirst du wirklich begleitet von koreanischen Beamten, sag ich jetzt mal. Und ja. die zeigen dir, was du sehen darfst und was du nicht sehen darfst und was du fotografieren darfst und so. Ey. Ja. Das gibt's alles. Da gab's doch mal eine Reportage darüber, dass, wo... Naja, Galileo war mal da. Naja. Ne, ich weiß nicht, ob das. Ne, ich glaube, das war nicht Galileo. Galileo war jemand, auch schon da. Das kann sein. Auf jeden Fall hat da mal jemand heimlich gefilmt und so weiter. Ja. Weiß schon. Und das dann halt irgendwie rausgeschmuggelt aus dem Land und so weiter. Tja, schon übel. Ja, man muss von hier aus muss man erst nach China fliegen. Ja, geil. Und dann kann man erst nach Nordkorea, weil von hier aus. Dieser Glef kann ruhig reported werden, Raming. Ja, rammt der? Ich bleib mal hier stehen. Ich stell mich mal hier auf die Straße. Er hat mich voll weggerammt. Bin voll hochgeflogen. Achso, oh puh, der ist wie es, das fährt gar nicht bei mir lang. Achso doch, der will nur überholen, der fährt glaube ich da hinten gleich weiter. Das ist ja echt nervig. Ah, zum Glück 0% am hier Aufleger und nur ein einzigen Prozent. Nein, Glück haben die da was gemacht. Oh, noch einer. Oh, der komplett grüner. Tiertrans. Ein Glück haben die da was gemacht, dass man immer so ein grünes Teil. Prozente kriegt. Das ist tatsächlich so ein Poller. So ja, ein, ne? Ja. Ja. Was hast du gedacht, ey? Wir sind doch hier in Frankreich, ne? Ja. Ah, dann sind das wurden die wahrscheinlich für das DLC neu gemacht. Okay. Alter, bitte, fahr einfach weiter, Macker. Sauber. Ah, zum Glück hat keinen Schaden, also. Trotzdem, das war echt war aber auch unnötig komisch. Nissan GTR GT3, lol. Das ist doch mal ein Name, Alter. Wieso musst du nach unten? Ich muss nach Metz. Oh.
Ich muss hier oben weiter. Okay. Ach ja, stimmt. Die Städte sind ja hier auch deutlich größer geworden. Ach ja, stimmt. Wie in Dänemark. Wir sind ja schon da. Ach, du bist da oben. Du kommst da jetzt. Na toll, da hätte ich dir ja hinterher fahren können. Ja, aber das muss. Oh, Alter. Muss man ja erstmal wissen. Was ist das denn für ein scheiß Navi? Der ist mich so. Also, ich hab in letzter Zeit so einfache, wie heißt das hier? Einparkdinger. Ja, das geht echt gar nicht. Nee, das ist echt wahnsinnig. Ich verstehe das nicht mal, Alter. Echt ein Ding. Muss einfach nur geradeaus rauffahren, fertig. So, bei welcher Firma? Power benießen. Ach, du bist bei der Firma fast im Wandel oder Model? Ja, deswegen ist es ja so dämlich. Links und dann nochmal links gut und dann kommt zu dir. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich will da rein. Filmen nur mit Genehmigung. Außerdem ist da Fragezeichen. Fragezeichen sind immer gut. Na, das war nicht gut. Klatsch! Ich hab grad, wie ist das hier so ganz leicht ein Schild kaschiert. So, eine neue Ausrichtung. Ha, witzig, ich hätte gesagt. Hätten zwei Straßen weiter, naja. Ja, V8 Power. Dann, oh, mein Guthaben. Ach ja, stimmt, ich hab Geld. Echt, wie viel? 341.000 noch. Ach, hast du gecheatet oder was? Haben wir doch, Ach, du hast noch so viel davon? Ja, ja. Ich hab ja nur eine Lackierung gemacht. Warte mal, wie viele Aufträge gibt's hier? Mal gucken, vielleicht lohnt es sich hier eine Werkstatt zu holen. Also. Netz? Ne, zwei. Ne. Ich hab anderthalb Seiten voll. Ich hab drei Seiten. Ja? Ja, na, sagen wir mal zwei Seiten. Hm. Die letzte Seite ist mit nur einer Seite belegt. Oh, ich hätte noch was nach Bratislava. Nach Bratislava? Das ist irgendwie weit weg. Escape. Wie viele Kilometer sind das? Alter. Lass mich doch die Karte hier wenigstens mal. Bratislava, Slowakei. Wo steht denn... Achso, da. Ja, wo... Achso, da oben steht's. Ich hab's völlig übersehen. 1072 Kilometer. Bratislava. Ich hätte was nach Linz. Österreich, 829 Kilometer über schnelle Aufträge. Du auch über schnelle Aufträge? Oder über... Schnelle Aufträge? Nicht über schnelle, über Frachtmarkt. Entschuldigung. Nee, aber ich guck mal extern. Achso, nee. Ja, ist das, wie heißt das hier, extern oder ist das normal Frachtmarkt, Bratislava? Achso, Bratislava ist schnell. Ja. Frachtmarkt. Ach, nicht schnell! Mann! Frachtmarkt! Ja, geil, dann lass uns das machen. Ich habe was nach Linz. Das liegt relativ auf dem Weg dahin. Lass uns das mal machen. Wie viel Tonnen hast du? 17. Ah, gut. Wie viel du? Linz. Ach da, ich fahr sogar durch. Ja, siehst du. Ich hab 16. Ah, siehst du, ja, das passt. So, ich nehme das jetzt als Ziel. Ach, ist sogar hier, lol.
Mhm. Oh. Ich muss 28 Kilometer fahren. Oh, war das knapp. Ah, na, warte. Ich nehme den schnell an und dann fahre ich da hinterher. Weißt du, was ich meine? Ja. Ah, schwarze Mühle. Beeil dich, noch sind die Ampeln. Ja, ja, dauert noch 3 Viertelstunden. Noch sind die Ampeln. Noch sind die Ampeln geampelt. Blö Ampelmann. Alter, wo bist du denn? Hä? Hallo, ich bin doch der. Also, kannst du mir auch mal auf die Karte gucken? Ja. Was macht er denn hier für einen Bogen? Ja, hast du es gesehen? Nee. Hat sich gedacht, komm, die Ampel nehme ich mit, ey. Ja, die müssen wir aber durchheizen, wenn die, wie heißt das hier, die Mission. Gerade ganz vergessen, dass die ein bisschen früher wach gemacht werden wollen. Ja, so um 2:30, deswegen. Wenn wir es nicht ganz schaffen, können wir ja kurz stehen lassen und wie heißt das denn? Danach noch mal kurz weiterfahren. Oder willst du gleich wieder Pendelweg sein? Ja, wahrscheinlich ja. Alter, später. Wenn ich kann, heißt das. Ah ja, hier muss ich rein. Street ET. Tree ET. Ich nenne es Street ET. Oh, scheiße. Tree ET! Wow. Ich warte hier vorne an der Straße, weil wir hier so und so weiter müssen. Boah. Scheiße, gibt's hier keinen. Oh Mann, hier ist kein Standstreifen. Ich fahr mal schon oben auf die Autobahn. Ah. Oh. Doch, ich fahr oben auf die Autobahn, da gibt's auf jeden Fall. Schwarzmüller. Oh! Alter, was sind da denn für Löcher? Alter, scheiße. Ich wollte gerade am Rand parken, Alter, aber da sind so eine Schlaglöcher, ey, da bin ich fast eingesunken. Ich fahr auf die Autobahn. Oh, Alter. Richtig riesige Schlaglöcher. Die Franzosen halt. Ich wäre da fast gestorben, Alter. Ah, Räder durchdrehen lassen. Umdrehen. In Perspektive. Mein Gamepad, was? Alter, seit wann hat er denn Probleme mit 17 Tonnen Bergauffahren, da die Auffahrt? Hui! Hui, das war. Alter, wir hätten hier gebremst. Hey, ich? Alter Schwede! Du warst ja hier nicht. Achso. So. Ich dachte, du bist jetzt da, wo ich vorher war. Toll, jetzt hätte ich meinen Wagen mal schwarz-rot haben müssen, ne? Das wäre ja geil mit dem Schwarzmüller-Anhänger. Und hätte mein blauer färben sollen. Ich mit meinem blauen Schwarzmüller. Ja, es gibt auch blaue Schwarzmüller. Echt? Ja. Boah, muss mal vorbeifahren kurz, Alter. Die haben wir ja noch nicht gesehen. Doch, doch, den hast du schon gesehen. Ja? Hast du nie gedacht, dass es auch ein Schmerzmüller ist? Was fährst du denn gerade? 16 Tonnen gelbes Zeug. 16 Tonnen gelbes Zeug? Ja, fahr mal vorbei, das muss ich mal sehen, Alter.
Biff. Also der Tieflader oder was? Mhm. Ach so. Ist ja, ein Schwarzmüller. Ich weiß. Den kenne ich und den bin ich auch schon gefahren. Naja. Ich dachte, er hätte so einen Koffer wie ich, deswegen dachte ich, war ich gerade ein bisschen. Übrigens schönstes Wetter hier wieder. Leicht bewölkt. Ja. Na schön. So soll das auch nächste Woche in Hamburg sein. Nächste Woche? Am liebsten. Ah. Ja, wär schön. Nicht diese? Nee, nicht diese Woche. Boah, Alter, und dieser scheiß MAN, ne, der hat so einen Tacker-Sound, ey, bei 90 Kammer. Tacker, 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 tacker. Boah. Richtig hey. Übel. Oh, wir müssen hier auf die rechte Spur sozusagen, ne? Ja. Warum? Weiß ich nicht, wir können glaube ich auch geradeaus eigentlich, ne? Ja. LOL. Das ist ein Fehler. Ist ja witzig. Auch nicht schlecht. Oh je. Ich bin lange nicht mehr so schnell gefahren. Ich auch. Oh, da vorne ist auch nicht eine harte Kurve. Ja, die sieht meistens auf der Karte nur so nee, hart die aus. Sieht sehr. Ja, aber jetzt. Oh, das ist eine Maut. Nö. Das heißt, hier wird auch geblitzt. Ah, hier kannst du durchfahren wieder. Nee, doch nicht! Was zur? Hä? Wie viel Prozent Schaden? 76. Was? An der Ladung? Ja, und 15. What the fuck ist das denn? Ich hab gedacht, hier kannst du wieder durchfahren. Dann kannst du es ja leichter wegknicken. Alter, ich komm hier auch nicht mehr raus. Was mach ich denn? Ja, das kannst du knicken, die Fracht. Ach, die haben. Hat er die jetzt aufgemacht hier, oder? Ja. Warum ist die denn jetzt auf? Keine Ahnung. Hä? Was ist das denn, Alter? Hä? Was ist... Ich bin voll gegen eine, wie heißt das hier, gegen eine gebrettert und auf einmal ist sie wieder da, ist sie weg? Ja, die kann ich voll knicken, die Fracht, Alter. Na toll. Ja. Na toll, Alter. Soll ich hier warten? Ah ja, toll. Ich weiß gar nicht, was soll ich da mitnehmen? Den Auftrag? Oh, erstmal Handbremse. Wie kann man den Auftrag nochmal beenden? Ach da, Auftrag abbrechen. Ja, das ist blöd. Alter, ich schwör's dir, ich hab da keine gesehen, ey. Der auf einmal, zack, bub, ist da eine Schranke und dann auf einmal nicht mehr. Ja, scheiße, wo stehst du eigentlich, Alter? Ich weiß gar nicht, wo du stehst. Ja, ich muss ja eigentlich nur nach Bratislava, ne? Ja, eben. Warte mal. Wo werde ich denn eigentlich jetzt hingebracht? Bin ich wieder zurück? Du müsstest eigentlich zurückgeportet werden. Ja. Alter Schwede. Ja, dann tue ich mal schnell, wie heißt das hier, eine Tour nach Bratislava. Wo ist Bratislava? Linz, da Bratislava. Ach so. Ich wollte ja auch eine Folgenpause machen. Da würde ich sagen... Nächste Folge. Tschüss. Hoffentlich komme ich dir auch entgegen. Ach ne, ich muss meinen Wagen erstmal reparieren.